Hanzala ibn Amir war ein tapferer Mann, der sich danach sehnte, als Märtyrer zu fallen. Hanzala nahm an den Schlachten von Badr und Uhud teil. Als er an der Schlacht von Badr teilnahm, war er noch ledig. Kurz vor der Schlacht von Uhud heiratete er die Tochter von Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Er war einer der Köpfe der Munafiqin. Ihr Name war Jamila und sie war eine der Rechtschaffenen. In ihrer Hochzeitsnacht wollte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten nach Uhud ziehen. Hanzala bat den Gesandten Allahs um Erlaubnis, die Nacht zu Hause verbringen zu dürfen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam gab ihm diese Erlaubnis. Früh am Morgen verließ er das Haus und holte den Propheten in Uhud ein, der gerade dabei war, die Reihen für den Kampf festzulegen. Er war einer der Angesehenen des Stammes Aus. Er war sehr stark und sehr schlau. Bereits vor der Ankunft Muhammads sallallahu alaihi wasallam verabscheute er den Götzendienst. Hanzala ibn Amir radiallahu an wurde Muslim, nachdem der Gesandte Allahs in Medina ankam. Hanzala radiallahu an war unter seinen Freunden als Taqi bekannt. Er hatte sehr hohe moralische Eigenschaften. Er hatte viel Zeit mit dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam verbracht. Sein Vater schloss sich einer Gruppe von 50 Leuten an und bildete eine Front gegen den Gesandten Allahs. Hanzala, der am Tag von Uhud Mut, Opferbereitschaft und Heldentum bewiesen hat, griff die Götzendiener mit voller Entschlossenheit an, mit dem Wunsch, als Märtyrer zu fallen. Ohne sich auszuruhen, stellte er sich einem Feind nach dem anderen entgegen. Abu Sufyan, der Kommandeur der Armee der Götzendiener, blieb allein, während die anderen seiner Armee bereits fortliefen. Als Hanzala radiallahu an ihn sah, zog er sein Schwert und schnitt die Beine seines Pferdes ab und er fiel mit seinem Pferd zu Boden. Abu Sufyan, der große Angst hatte, wusste nicht, was er tun sollte. Er fing an zu schreien, so laut er konnte. O Quraysh, ich bin Abu Sufyan. Hanzala wird mich töten, rettet mich. In diesem Moment war jeder damit beschäftigt, sich selbst zu retten. Niemand schien ihn zu beachten. Während Hanzala sich vorbereitet hat, ihn anzugreifen, kam Sadat ibn Aswad von hinten auf ihn zu und schlug Hanzala mit seinem Speer in den Rücken. Hanzala aber gab nicht auf. Als Hanzala radiallahu an zurückschlagen wollte, hat er erneut einen Stich bekommen und fiel zu Boden. Abu Sufyan, der den Feldzug von Uhud mitorganisierte, um sich an der Schlacht von Badr zu rächen, sah in den Tod von Hanzala die Rache für seinen getöteten Sohn, der in Badr gestorben war. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte über Hanzala radiallahu an: Ich habe gesehen, wie die Engel Hanzala zwischen Himmel und Erde von einem silbernen Gefäß mit Wasser aus dem Paradies gewaschen haben. Subhanallah, die Engel haben ihn gewaschen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sandte jemanden zu seiner Frau, um sie zu fragen, was in der Nacht passiert ist. Seine Frau sagte: Ich habe mit meinem Mann Beischlaf gehabt und er hat in Eile das Haus verlassen, ohne den Rüssel zu vollziehen, damit er es rechtzeitig nach Uhud schafft. Nach diesem Ereignis wurde er Rasilul Malaika genannt, derjenige, der von den Engeln gewaschen wurde. Der Stamm der Aus sagte voller Stolz und Freude: Hanzala, der von den Engeln gewaschen wurde, ist von unserem Stamm. Hanzalas Frau Jamila hatte in der Hochzeitsnacht einen Traum. In meinem Traum habe ich gesehen, wie sich der Himmel für Hanzala öffnete und er sich wieder schloss, nachdem er ihn betreten hatte. Ihr Traum erwies sich als wahr und Hanzala radiallahu anh ist gefallen. Und genau das war stets die Einstellung der Sahaba: nach den Pflichten zu eilen, die Chancen zu ergreifen und nichts hinauszuzögern. Denn wir wissen nicht, wie oft Allah subhanahu wa ta'ala uns die Möglichkeit gibt, die Chancen zu ergreifen.